Wenn wir sehen, das Rot ist, bleiben wir grundsätzlich stehen. Ich bin befangen durchs Kind. Dass das so in gewisser Weise Vorbildfunktion hat, auch gerade für kleinere Kinder. Nicht wegen der Strafe, nicht wegen der Kinder, weil sich das nicht gehört. Also wo ich den Fuß runtergesetzt habe, war noch grün. Muss ich sagen, als ich habe Obacht gegeben. Ich kenne diese Ampel und ich weiß, dass man das schnell machen muss, damit man noch praktisch den ersten Fuß grün hat. Ansonsten fahre ich prinzipiell bei Rot, wenn hier nichts steht. Ich lasse mir von der Maschine nicht vorschreiben, wann ich zu vorne bin, weit und breit kein Verkehr ist. Naja, das ist nicht so riskant. Egal, aber das ist einfach meine Freiheit. Weil ich gut erzogen bin. Erstmal das und zweitens habe ich Zeit. Weil man ja auch Auto fährt und da hasst man die Fußgänger. Weil ich meinen Führerschein sonst verliere. Wenn sie plötzlich rot wird und ich mal rübergehen bin. Keine Zeit, ich muss zum Zahnklappen. Ich versuche mich dran zu halten, sagen wir mal so. Wenn irgendwie spät abends ist und kaum Autos auf der Straße, dann würde ich auch bei Rot über die Straße gehen. Aber sonst versuche ich doch, die grünen Phasen abzupassen.